EM-Spezial wird Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic. Deutschland-Bezwinger Spanien steht im Endspiel der Europameisterschaft 2024. Die Spanier besiegten Frankreich in München mit 2:1. Um die 45.000 Besucherinnen und Besucher waren in den Fanzones Berlin dabei. 34.000 in der Fanzone Brandenburger Tor, 11.000 in der Fanzone Reichstag. Neben vielen spanischen und französischen Fußballfans waren auch viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer im Nationaltrikot auf der Straße des 17. Juni und der Reichstagswiese. Seid ihr noch im EM-Fieber oder seitdem die deutsche Mannschaft raus ist, seid ihr traurig? Nee, traurig. Ja, traurig, aber immer noch im EM-Fieber. Okay, habt ihr gestern das Spiel Spanien gegen Frankreich geguckt? Ja. Verdient gewonnen? Ja. Ich war für Frankreich, keine Ahnung. Aber beide haben gut gespielt. Aber was sagt ihr von Yamal? Super. Sehr stark. Ja. Und guckt ihr euch heute England gegen Niederlande an? Auf jeden Fall, ja. Ja, für wen seid ihr? Ich bin für England. Ja, auch England. Warum? Ich sympathisiere mit England. Mögt ihr nicht den Tanz der Holländer? Doch, ist ganz lustig, aber. Aber es geht ja hier um was Ernsteres. Also im Finale soll für euch England gegen Spanien stehen. Ja, schon. Guckt ihr euch das an, dann? Ja, 100%. Eher nicht. Ja, also seitdem Deutschland raus ist, nicht mehr. Aber habt ihr trotzdem das Spiel gestern geschaut? Ja, gestern. Ja? Ja. Spanien, Frankreich. Und heute ist England gegen Niederlande? Genau. Ja, das ist richtig. Ich sag Niederlande 2:0. Und weshalb Niederlande? Ja, die Engländer haben diese EM einfach noch nicht so performt. Also die waren einfach noch nicht so gut, ja. Ich auf Frankreich getippt, als einziger in der Tipprunde, ne? Aber hat leider nicht geklappt. Und heute schauen Sie es auch an? Genau. Und dann tippe ich auf England. Auf England, also England-Spanien hätten Sie. Korrekt. Und dann wird England Europameister. Okay. Mal schauen. Waren Sie traurig, als die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist? Ja, also moralisch war das nicht das Beste. Mhm. Haben Sie denn das Spiel gestern gesehen, Spanien? Ja, habe ich gesehen. Ganz toll. Und waren Sie für Spanien? Ich war für Spanien, ja. Genau. Und was erhoffen Sie sich heute? England gegen Niederlande? Die Holländer gewinnen. Warum? Die feiern lustiger als die Engländer. Genau, und dann wünschen Sie sich im Finale Holland gegen Spanien. Darf ich Sie fragen, ob Sie noch im EM-Fieber sind, nachdem Deutschland rausgeflogen ist? Nee, also ich nicht. Ich war vorher aber auch nicht. Nee, auch nicht. Nee, gucken Sie gar keine EM? Doch, aber wir haben Deutschland, wo die rausgefallen sind. Dann guckt man nicht mehr so viel. Also das Spiel hat Sie auch nicht interessiert, Spanien gestern? Nee, das hat mich da nicht interessiert. Das hat mich nicht interessiert. Und heute England gegen Niederlande? Das weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken, wenn nichts Vernünftiges im Fernsehen kommt, dann gucken wir auch mal. Wobei mit dem Fernsehen kommt nichts Vernünftiges. Wen gönnt man es denn eher, Spanien oder Niederlande? Also ich hoffe mal in die Niederlande, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Einfach nur, die sind mir sympathisch. Das ist immer dieses Duell, war ja mal Deutschland-Niederlande und jetzt können die auch mal. Ne? Das würde ich denen mal gönnen. Schon alleine wegen dem Tanz, gell? Kennen Sie zum Beispiel, ja. Genau. Dankeschön. Die Heim-Europameisterschaft neigt sich dem Ende entgegen. Wer dennoch nicht genug vom Fußball bekommen kann, kann im Opernloft vorbeischauen. Dort wird als Rahmenprogramm zur EM eine Fußballoper aufgeführt. Oper und Fußball, das klingt im ersten Moment nach einer gewagten Zusammenstellung. Doch es gibt durchaus Gemeinsamkeiten. Ja, die Emotionalität, die Dramatik, dieses sich voll reinschmeißen in die Rolle oder in das Spiel, ja, das sind alles Parallelen, die ganz gut passen, finde ich. Alle diese Aspekte des Fußballs werden in der Oper repräsentiert. Eigentlich geht es in einer Oper um andere Themen und so war die Inszenierung schon eine Herausforderung.
Ja, für uns war es schon was Besonderes, so eine sportliche Oper zu inszenieren. Sonst inszeniert man ja immer so Gefühlszustände oder der liebt den und die liebt den und hin und her. Und hier haben wir jetzt richtig Spielzüge inszeniert. Wann ist der Ball wo? Wann geht er ins Tor? Wer freut sich? Wer heult? Und so weiter. Das war schon eine ganz neue Herangehensweise. Und diese Körperlichkeit der Fußballspieler für die Opernsänger umzusetzen, das war auch neu für uns. Ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, aber das können ja jetzt die Besucher dann mal checken. Es ist egal, ob man Fußballfan oder Fan guter Musik ist. Für jeden ist etwas dabei. In na klar 90 Minuten wird den Zuschauern viel Verschiedenes geboten. Von einer traurigen Nummer, die einen mitfühlen lässt, geht es über in Partystimmung. Und auch Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Für jeden ist also etwas dabei und ein Besuch lohnt sich. Gerade zum Ende der EM, wenn nicht mehr jeden Tag Fußball läuft. Das EM-Finale rückt immer näher. Das erste Halbfinalspiel ist beendet und als Sieger ging Spanien hervor. Nachdem Frankreich in der 8. Minute das Spiel mit einem 1-0 begann, konterten die Spanier direkt mit einem Traumtor durch Jamal in der 21. Minute, sowie durch Olmo in der 25. Minute, wodurch sie das Spiel mit dem Endstand 2-1 beendeten. Jetzt steht Spanien im Finale der Fußball-EM 2024 und spielt gegen den Sieger des heutigen Halbfinalspiels, England gegen die Niederlande. Das Spiel findet um 21 Uhr in Dortmund statt. Wir bleiben gespannt, wer sich im letzten Halbfinalspiel durchsetzen wird. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin stattfinden. EM-Spezial wurde Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic.